Also wir brauchen im Endeffekt ja zwei Schlüssel. Einmal einen Schlüssel für den Leiterautomaten und einmal einen für das Tor, wo wir ja jetzt auch aktuell nicht reinkommen. Vielleicht sollten wir nochmal zurück in die Fabrik gehen und gucken, ob wir da jetzt mit dem Zeug, was wir da hingekarrt haben, schon irgendwas anstellen können. Also über zu wenig Lauferei kann man sich hier wirklich nicht beschweren. Ist auch nirgendwo mehr was. Na, das fängt ja jetzt an, spaßig zu werden. Ach so, nee, hier hinten war das, ne? Mit dem Galo-Startplan. Ach ja, guck an, hier liegt jetzt dieses Teil, was wir mit dem Kran hier haben rein befördern lassen. Und jetzt machen wir mal ihn hier. Wirklich bemerkenswert. Ohne Induktionsschleife im Boden. Das war drin. Das scheint ein Behälter gewesen zu sein. Eier, eier, eier. So. Ich gehe jetzt nochmal nach oben hier zu dieser Steueranlage. Weil wenn das ein Behälter war, hoffe ich doch, dass da vielleicht irgendwas drin war, womit man jetzt eine Auswahl treffen kann. Achso, jetzt kann sie wieder nicht rennen. Lauf. So, mal gucken. Ach, hier, die Säule, die war vorhin leer. Und jetzt ist die mit irgendwas gefüllt. Oh! Na, guck mal einer an. Das ist ja jetzt mal Hammer. Da gehen wir doch gleich mal hin. Jetzt haben wir ja Füße. Wir haben Füße gemacht. Hurra! Sogar mit Socken und Schuhen. Träumchen. Ach, lauf doch da mal bitte. Schneller zumindest. Ich muss auch noch gucken, wo die rausgekommen sind. Da hinten wahrscheinlich. Oder? Nö. Warum auch? Ach so, hier waren wir noch gar nicht, oder? Hier unten. Die Füße von Dira Bedere. Mit Grafikfehler. Juhu! So, was haben wir da jetzt für Klunden? Holzbeine. Gut.
Captain Ahab hatte auch eins, von daher reicht das für den Roboter hoffentlich auch. Dann schauen wir mal, wie sie ihm passen. Bevor der Holzwurm sie noch anfrisst. War das überhaupt hier? War doch gar nicht da, oder? Das war der falsche Weg. Sorry. Wir müssen ja hier lang, durch die Pfeiler hindurch. Nun mach. Nochmal durch die Pfeiler hindurch. Und hier hinten in das Lager. So, ich habe Ihnen Stumpen mitgebracht, guter Mann. Hier, Ihre Füße, Oscar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Diese Füße passen mir nicht, Kate Walker. Was? Junge. Guten Tag, ich bin es noch einmal. Darf ich Sie kurz stören? Was könnte ich mir in meiner Situation Angenehmeres wünschen? Fragen wir ihn doch mal nach der Herstellung. Oscar, ich habe Schwierigkeiten mit dem Leitstand. Ihre Karte scheint nicht auszureichen, um ihn in Gang zu setzen. Soweit ich weiß, funktioniert der Leitstand einwandfrei. Gut, dann habe ich irgendwas vergessen zu machen. Sicherlich. Ich verlasse mich auf Sie, Kate Walker. Eine große Hilfe. Wir können ihn aber gerne noch nach der Höhle fragen. Haben Sie Anna Vorarlberg je von einer mysteriösen Höhle reden hören? Nein, Kate Walker. Jut. Oscar, es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Ja, Kate Walker. Das war jetzt sehr aufschlussreich. Nämlich gar nicht. Verzeihung. Ja, Kinders, was machen wir nun? Also ich habe jetzt hier auch wenig Lust, hier fünfmal diesen Weg zu rennen und mit den verschiedensten Materialien ihm Füße zu bauen. Irgendwo muss es doch da hinten an dem Haus hier noch weitergehen. Hier im Garten. Nein, der muss durch den Eingang durch. Geht da. Hier muss doch irgendwas noch sein. Aber was? Das ist nämlich hier die Frage. Wo läufst du denn hin? Kannst du mal gucken, ob die Kräuterhexe noch da ist? Jo, die bügelt sich hier noch einen ab. Das Ding ist zu. Und wir haben auch nichts dabei. Halt. Geht's hier noch weiter? Nein. Das ist das Tor ja von der Seite, oder? Diese Steuerung ist manchmal echt ein bisschen rissen. Na, guck mal einer an. Zack, wenn das mal nicht der Schlüssel für diesen Leiterautomaten ist. Also dann, flinke Füße und zurück.
Schon klar, dass der Garten verwildert, wenn du da bloß immer an der einen Stelle rumschaust. Aber gut. So. Den Mann hinein mit dem Schlüssel. Na, wenn du keine Höhenangst hast, dann hinauf. Sehr praktisch, so ein offenes Fenster. Oh, ein Dachboden. Da gibt es immer schöne Sachen zu finden. Wo fangen wir denn an? Hier auf der Seite. Okay, das Pult. Gehen wir mal zum Pult. Ah ja, was ist das? Dass der das nie anzeigt. Tintenfass. Und das ist Anna. Ach, hör auf. Machen wir hier ein Let's Read oder wie? Na gut. 14. Mai 1930. Gestern ist etwas Schreckliches passiert. Es gibt keinen, mit dem ich darüber sprechen könnte. Deshalb fange ich heute mein Tagebuch an, dem ich meine geheimsten Gedanken anvertraue. Hans liegt im Zimmer nebenan und wir wissen nicht, ob er durchkommt. Ich habe schreckliche Angst. Erst Mama und jetzt auch noch Hans? Nein, ich will nicht, dass man mir auch noch meinen kleinen Bruder nimmt. 15. Mai 1930. Ich musste Hans schwören, dass ich das Geheimnis bewahre. Doch es lastet zu schwer auf mir. Dir, mein Tagebuch, kann ich es anvertrauen. Wir haben in den Bergen eine Höhle entdeckt. Eine wunderbare Höhle mit alten Malereien. Vielleicht von Urmenschen gemalt, denn es sind darunter auch Mammuts. Heute hasse ich die Mammuts. Sie sind schuld an allem. Diese verfluchte kleine Puppe. Warum Hans? Warum nur musstest du sie unbedingt greifen wollen? Warum habe ich dich auf den Felsvorsprung klettern lassen? Es ist meine Schuld, dass du jetzt im Koma liegst. Oh Hans, wenn du stirbst, werde ich mir das nie verzeihen. 16. Mai 1930. Hans ist immer noch nicht zu sich gekommen. Vater schläft überhaupt nicht mehr. Gertrud weint den ganzen Tag. Im Haus ist es eisig und düster, trotz der sommerlichen Hitze draußen. Aber ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Ich kenne meinen Bruder. Er wird durchkommen. Er ist eine Kämpfernatur. 17. Mai 1930. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Wieder und wieder sehe ich seinen Sturz vor mir, seinen Kopf, wie er gegen die Felswand schlägt, und sein kreideweißes Gesicht. Oft flüchte ich mich auf den Dachboden. Hier, zwischen all den Erinnerungen, fühle ich mich wohl. 18. Mai 1930. 5 Tage sind nun seit dem Unfall vergangen, und Hans hat seine Augen immer noch nicht geöffnet. Ihn so liegen zu sehen, ist unerträglich. Oh mein Gott, schütze meinen Bruder, nimm mein Leben und nicht seins. 19. Mai 1930. Ich fühle mich so hilflos, so allein. Am liebsten würde ich mich tief in die Arme meines Vaters verkriechen, aber das wage ich nicht. Er ist so gefühllos, so rum. Hans, lass mich nicht allein. 20. Mai 1930. Endlich, Hans ist zu sich gekommen. Hans hat die Augen geöffnet und meinen Namen gesagt. Meinen Namen. Heute ist der schönste Tag meines Lebens. Ich habe Lust zu singen. Meine Freude soll mit allen Straßen der Stadt widerhallen. Danke, lieber Gott, danke. 23. Mai 1930. Es ist wunderbar. Wie ist das Leben schön. Gertrud und ich brechen beim kleinsten Anlass in wahre Lachkrämpfe aus. Hans hat sein Essen heute nur so verschlungen. Ich wusste, dass er es schafft. Mein geliebter kleiner Bruder. Sogar Vater hat heute Morgen gelächelt. 25. Mai 1930. Hans' Genesung nimmt mich voll und ganz in Anspruch. Mir bleibt gerade mal die Zeit, ein paar Zeilen zu schreiben. 29. Mai 1930. Es ist komisch. Hans spricht dauernd meinen Namen, um zu sagen, dass er Hunger hat oder Durst hat oder um nach irgendwas zu verlangen. Hodor. Er verträgt es nicht, wenn ich weggehe. Es sei es auch nur für einen Augenblick. Gertrud meint, wir sollten mein Bett in sein Zimmer stellen, damit er besser schläft. Ich hoffe, Vater hat nichts dagegen. 2. Juni 1930.
Hans ist zum ersten Mal rausgegangen. Wir haben versucht, ein paar Schritte im Garten zu machen, aber er ist noch sehr geschwächt. Der Doktor sagt, wir sollten nichts überstürzen und müssten Geduld haben. Das fällt mir nicht leicht. Ich wünsche mir so sehr, dass alles so wird wie früher. 20. Juni 1930. Jetzt ist es schon ein Monat her, dass Hans aus dem Koma erwacht ist. Er redet noch nicht viel und bewegt sich nur mühsam fort. Oft sitzt er lange nur so da, ohne etwas zu sagen, die Augen weit geöffnet, als sei er völlig in Gedanken. Er reagiert erst, wenn ich ihn mehrmals rufe. Doch dann macht mich sein Lächeln wieder unendlich glücklich. 22. Juni 1930. Ich musste einfach mit ihm darüber reden. Es war mir zu wichtig. Ich habe Hans nach dem Unfall in der Höhle gefragt, um zu sehen, ob er sich erinnert. Er hat nur ein Wort gesagt. Puppe. Aber dabei haben seine Augen so merkwürdig gestrahlt, dass es mir fast schon unheimlich war. 15. September 1930. Die Schule fängt wieder an. Zum ersten Mal gehe ich ungern wieder zur Schule. Ich habe Angst, Hans allein zu lassen. Auch wenn Gertrud sehr freundlich ist, so habe ich doch den Eindruck, dass Hans ohne mich sehr viel nervöser ist. 20. Oktober 1930. Gestern, als ich meine Hausaufgaben machte, hat Hans sich mir so vorsichtig genähert, dass ich aufgeschreckt bin. Dann hat er einen Bleistift und ein Blatt genommen und zu meinem großen Erstaunen angefangen zu zeichnen. Es ist das erste Mal, dass Hans etwas anderes macht, als zu träumen. 28. Oktober 1930. Die Kritzeleien von Hans werden langsam zu einer Besessenheit. Er macht den ganzen Tag nichts anderes. Punkt. Ich fühle, dass Vater das aufregt. Keiner weiß, was das eigentlich soll, aber ich sehe nur zu gut, dass Hans versucht, Mammuts zu zeichnen. 16. November 1930. Heute ist mein Geburtstag. Gertrud hat daran gedacht und mir meinen Lieblingskuchen gebacken. Vater ist allerdings nicht zum Essen nach Hause gekommen und Hans wollte sein Zimmer nicht verlassen. Mein schönstes Geschenk wäre, wenn Hans wieder ganz gesund werden würde. 25. Dezember 1930. Es schneit. Herrlich. 10. Januar 1931. Der Doktor hat Hans erneut untersucht. Er schien zufrieden. Mein kleiner Bruder scheint wieder im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Und das ist wie ein kleines Wunder. Aber warum spricht er dann nicht? Warum ist er nicht mehr so lebhaft wie früher? Verzeihung. Februar 1931. Hans hat Geburtstag. Heute wird er 11 Jahre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er wäre um 5 Jahre jünger geworden. Wie viele Seiten sind das denn? Alter. Also, liebe Leute, da habe ich jetzt mir ein bisschen sehr viel vorgenommen. Es tut mir leid, ich habe jetzt da keine Lust mehr. Ich blätter die jetzt hier kurz durch. Doktor ist gegangen. Ja, März. Ernstere Folgen, Koma. Körperlichen nicht mehr erholen, weiterentwickeln. Ostern ist es. Papa hat schlechte Laune. Ich fühle mich hilflos. Ein Jahr ist es her seit dem Sturz. Ich fährt mit Hans nach Paris. Wir sind wieder zurück aus Paris. Hans hat geweint. Die französischen Ärzte haben die Diagnose bestätigt. Hans wird körperlich und geistig zurückbleiben. Sommer war zu Ende. Schön braun gebrannt. Wunderbar. Weihnachten. Ich blätter jetzt hier einfach durch. Ja? Wenn ihr möchtet, macht einfach eine Pause. Lest es euch durch. Ich muss jetzt leider auch gleich mal eine machen, weil ich habe sehr viel Kratzerei im Hals. Wie gesagt, ich bin ja etwas erkältet. Und die viele Leserei macht das Ganze nicht besser. Also von daher blätter ich das Ganze jetzt hier bis zum Ende durch. Wie gesagt, wer möchte, macht einfach Pause, liest es sich durch. Und oh, hier ist ein kleiner Sprung drin. Irgendwie. Boah, das war 1938. Ha, 37, 38, auch nicht schlecht. Ja. Hier schreibt jetzt, was er fliehen will. Jetzt schreibt er da anscheinend, dass
Hans weg ist und wie Vater das verbergen will. Liebe Leute, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause, versuche meinen Hals wieder ein bisschen in, wie sagt man, ein bisschen zu besänftigen, dass ich dann auch weiterhin mit euch das Ganze spielen kann und kommentieren kann. Hoffe, es hat euch bis jetzt ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr auch die anderen Folgen noch mitguckt. Und gehe hier erstmal aus dem Buch raus und verabschiede mich und sage bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.